Alle Segel verloren. Fahrstartseite sind in Gefahr zu sinken. Angehörige und Freunde bangen um das Schicksal der deutschen Seeleute. Es war die mieseste Überfahrt, die sie je erlebt hatten. Naja, vielleicht nicht alle, aber der kleine Rest der erprobten Mannschaft, der verblieben war. So einige Male waren sie die Strecke England-New York mit der Röver schon gesegelt, hatten Stürme und Flaute überstanden, manch einen in Sacklein über Bord gehen lassen. Doch dieser Turn war komplett anders als die vorigen. Sie hatten keine Passagiere an Bord. War seltsam. Denn obwohl eigentlich reiner Frachtsegler, hatte der Kapitän nie etwas gegen zahlungskräftige Passagiere einzuwenden. Waren sie besonders zahlungskräftig, räumte er bisweilen sogar seine Kabine. Das war äußerst unangenehm, denn er beanspruchte dann den Platz des nächsten Mannschaftsgrades, was zur Folge hatte, dass dieser seinen nächsten Untergebenen aus der Koje warf und so weiter. So waren sie recht entspannt und gemütlich von New York losgesegelt. Die ersten Wochen war auch alles gut gegangen. Sie hatten guten Wind, keine Stürme, keine Flauten. Es gab keinen Streit unter den Mannschaftsgraden, nichts ging zu Bruch. Sogar das Essen war genießbar. Wer auch immer dafür gesorgt hatte, es war so viel Proviant an Bord, dass es sogar für alle einmal die Woche Fleisch gab. Es waren genug Zitronen an Bord, um Skorbut vorzubeugen. Limeys. So wurden sie überall in der Welt genannt, weil Zitronen das Mittel gegen Skorbut war. Ausgepresst, mit einem guten Schluck Rum, waren sie sogar genießbar. Waren sie noch den umgekehrten Weg als eine verschworene Mannschaft gesegelt, so war das jetzt anders. Eine Seuche hatte einen guten Teil der Mannschaft dahingerafft. 13 Männer hatten sie verloren. Sie waren machtlos gewesen. Dazu kam die Angst, wegen der Seuche nicht in New York einlaufen zu dürfen und schlimmstenfalls das Schiff zu verlieren. Der Kapitän wusste, dass er nicht mehr genug Geld in seiner Schatulle hatte, um den Hafenmeister zu bestechen. Doch eine Woche bevor sie New York erreichten, war der Spuk vorbei. Sie konnten rein Schiff machen und so sicher einlaufen. Dem straffen Zeitplan war es geschuldet, dass nicht viel Zeit war, um neue Leute anzuheuern. So suchten Kapitän und Zahlmeister aus dem Haufen verrohter Seeleute 13 Männer aus, deren Papiere und Aussehen halbwegs ansprechend waren. Die ruhige See und das gute Fortkommen hatte geholfen, dass die Männer zueinander fanden. Ob sie sich bewähren würden, wenn das Wetter umschlug, blieb abzuwarten. Sie näherten sich dem Süden von Island, ein berüchtigtes Seegebiet. Noch war alles ruhig, aber sie warteten. Warteten und hofften, dass sie dieses Seegebiet unbeschadet überstehen würden. Die Winterstürme waren berüchtigt. Auch jetzt war es eisig kalt an Deck. So manch einer holte sich die ersten Erfrierungen, wenn er zu lange in den Wanten hing. Auch die ersten größeren Verletzungen traten auf, weil die Männer vor Kälte ganz steif waren. Da zeigte sich, dass der Smoot nicht nur sein Handwerk als Schiffskoch verstand. Er war einer der Neuen an Bord. Groß, breit, bärtig, wortkarg. Für die Kombüse viel zu schade, hatte der Kapitän mehrfach behauptet. Doch der große Norweger war stur. Ich habe als Schiffskoch auf der Rüber angeheuert, ich gehe als Schiffskoch von Bord. Das waren so ziemlich die einzigen Worte, die er von sich gegeben hatte in all der Zeit. Er kümmerte sich mit großer Umsicht um die verletzten Männer. Innerhalb von wenigen Stunden zeigte das Seegebiet sein wahres Gesicht. Fast schlagartig wurde aus dem guten Wind heftiger Sturm. Sofort wurde alles gelascht, was nicht niet- und nagelfest war. Eisregen setzte ein. Nicht langsam, sondern wie spitze Pfeile.
Er schmerzte in den Gesichtern, machte das Deck glatt und lebensgefährlich. Die Rüver fing an zu rollen und zu stampfen. Die Verletzten wurden sich selbst überlassen. Der Smut riss seine Töpfe vom Feuer und löschte es. Nicht auszudenken, wenn jetzt noch ein Feuer ausbrach. An Deck standen sie mit zwei Mann am Ruder und versuchten, den Kurs zu halten. Es war dunkel geworden. Sehen konnten sie nichts. Nur der Eisregen peitschte ihnen unaufhörlich ins Gesicht. Der Lärm war ohrenbetäubend. Die Brecher kamen über die Reling und zerrten an allem, was auf Deck war. Der Sturm heulte in den Wanden und ließ die Segel knattern. Es hörte sich an wie Pistolenschüsse. Eine riesige Woge erfasste das Schiff, sodass es sich auf die Seite legte. »Das ist zu stark, das schaffen wir nicht«, murmelte der Kapitän. Er stand mit an Deck und versuchte, den Überblick zu behalten. Die Krängung wurde stärker. Immer weiter legte sich das Schiff auf die Seite. Ein Wasserfass hatte sich losgerissen, rollte umher und traf einen Matrosen. Hilflos musste der Kapitän mit ansehen, wie das Fass den Mann gegen den Niedergang quetschte. Andere hingen in den Wanden und versuchten verzweifelt, sich festzuhalten. Schreie waren zu hören, Flüche und Gebete. Ein Knall wie ein Kanonenschuss. Der Hauptmast? Komm, mein altes Mädchen, lass uns nicht im Stich. Wir haben schon so viel zusammen erlebt. Lass das jetzt nicht das Ende sein. Wir haben immer aneinander geglaubt. Du hast jeden Kapitän von deinen Planken gejagt. Jeder sagte, du seist ein Pechschiff. Unberechenbar, launisch, wenn nicht gar verflucht. Mich hast du akzeptiert. Auf die Probe gestellt. Mehr als einmal. Wenn du mir jetzt endgültig Angst einjagen willst, ist es dir gelungen. Und jetzt steh wieder auf. Das Schiff blieb auf der Seite, als könne es sich nicht entscheiden, ob es untergehen oder sich wieder aufrichten sollte. Eine gefühlte Unendlichkeit. Und dann doch. Unendlich langsam, fast nicht spürbar, richtete sich die Rüver wieder auf. Immer noch rollend und stampfend. Regen und Sturm ließen nicht nach, aber so etwas wie Dämmerung war zu erkennen. So wie es aussah, stand der Hauptmast noch. Fock und Großmast ebenfalls. Das Wasserfass gab den Matrosen wieder frei und rollte auf die andere Seite. Der Mann bewegte sich nicht. Und immer noch keine Möglichkeit, ihm zu Hilfe zu kommen. Er arbeitete sich zu den Rudergängen vor. Beide waren mit dem Steuerrad fest vertäut. Wie alle anderen an Deck, nass bis auf die Haut und steif gefroren. Aber sie hielten durch. Ein schneller Blick auf den Kompass sagte ihm, dass sie weit vom Kurs abgekommen war. Das war nebensächlich. Jetzt galt es, den Sturm zu überstehen. Inzwischen war es hell geworden. Der Anblick, der sich im Boot, gab wenig Anlass zur Hoffnung. Die meisten Segel hingen in Fetzen. Jetzt erkannte er auch, was den lauten Knall verursacht hatte. Eine Rabe abgebrochen und aufs Deck gestürzt. Ein Gewirr von Segeltuch und Tauen drumherum. Hatte sie jemanden erschlagen? Es war nicht zu erkennen. Doch die ersten Männer machten sich daran, alles zu entwirren. Viel zu gefährlich, einfach alles liegen zu lassen. Nein, sie hatten Glück. Keiner lag drunter. Auch um den Mann am Niedergang wurde sich gekümmert. Er schien noch am Leben zu sein. Was nichts bedeuten musste. Nicht jeder hatte das zweifelhafte Glück, sofort seinen Verletzungen zu erliegen. Noch 4 Tage wütete der Sturm. 4 unendliche Tage in Kälte, Nässe, Todesangst. Dann endlich flaute der Wind ab. Sein altes Mädchen hatte es geschafft. Doch keine Zeit zum Durchatmen. Die Bestandsaufnahme fiel ernüchternd aus. Viele Verletzte, noch mehr Erfrierungen, die Segel in Fetzen, die Rad zerbrochen. Aber sie hatten keinen Mann verloren. Tagelang arbeiteten sie, jeder da, wo er gebraucht wurde. Sogar der Smut kam aus seiner Kombüse. Endlich wieder auf Kurs gen Heimat. Der Kapitän rief seine Mannschaft zusammen. Er betrachtete jeden Einzelnen,
Als zusammengewürfelte Haufen waren sie losgesegelt. Jetzt stand eine eingeschworene Mannschaft vor ihnen. Tja, Männer, wir sind zu spät. Viel zu spät. Aber wir sind am Leben. Wir haben allem getrotzt, was sich uns in den Weg stellte. Wir haben uns gebeugt, sind aber nicht gebrochen. So Gott will, werden wir unser Ziel erreichen. Der Kurs liegt an. Wir machen gute Fahrt. Danke, Männer. Desmond trat vor. Captain, welches Datum haben wir heute? Den 24. Dezember, den wir nicht daheim bei unseren Lieben verbringen können. Aber wir werden sie wiedersehen. Jeder von uns. Schweigen legte sich über das Schiff. Jeder schien in Gedanken versunken. Langsam legte sich die Abenddämmerung über das Schiff, als plötzlich eine klare, tiefe Stimme erklang. Stille Nacht, heilige Nacht.